Und wenn ich das Vertrauen von dieser Saalfeld nicht verlieren will, dann darf ich die Blinde nicht enttäuschen. Wir müssen Katharina davon abbringen, sich behandeln zu lassen, ohne dass sie misstrauisch wird. Du weißt doch, dass deine depperten Rückenschmerzen kommen und gehen, wie es ihnen passt. Ja, wahrscheinlich kommen sie auch, weil ich mir dauernd nur Vorwürfe anhören muss. Mei, hast das du schwer! Weil du der beste Freund bist, den man sich wünschen kann. Ja, ich weiß. Hey. Ihr Stimmungswandel hat doch hoffentlich nichts mit diesem Bruno Matisiak zu tun. Er konnte mir nicht helfen. Der Preis war zu hoch. Er wollte, dass ich mich von Alexander trenne. Du bist die große Liebe meines Lebens. Du bist die Frau, die ich will. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to Lass mir vernünftig zu sein. Ich will dich. Ich will dich auch. Und es ist mir so egal, was morgen ist. Werner, das ist ja eine Überraschung. Ich hatte gerade in der Nähe zu tun. Kaffee? Nein, 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 danke. Dieser Wunderheiler ist schlimmer, als ich dachte. Aber Charlotte ist begeistert von ihm. Das ist ja das Fatale. Dieser Scharlatan muss weg. Matisiak wird das Feld nicht freiwillig räumen. Ich habe schon eine Riesensumme angeboten, damit er verschwindet. Aber er hat abgelehnt. Was erwartest du? Er hätte sich ja selbst entlarvt, wenn er dein Angebot angenommen hätte. So dumm ist er nicht. Am liebsten würde ich diesen Betrüger hochkant aus dem Hotel schmeißen. Das wäre ein Fehler. Damit würdest du Charlotte direkt in seine Arme treiben. Ja, du hast recht, aber irgendwas muss ich tun. Wir finden schon eine Lösung. Aber ich habe keine Zeit mehr. Wenn nicht bald was passiert, ist es zu spät. Ich will Charlotte nicht verlieren. Aber die Ärzte haben doch gesagt, es gibt Hoffnung. Aber nur, wenn sie sich sofort in Behandlung begibt. Ich bin sicher, dass Matisiak Dreck am Stecken hat. Wenn deine Nachforschung nichts ergeben haben. Werner, jetzt entspann dich doch erstmal. Ich kümmere mich schon darum. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Du hast mir auch keine Gelegenheit dazu gegeben. Ach, Cora. Denkst du manchmal an mich? Hm? Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Bist du sicher? Wir können die Uhr nicht mehr zurückdrehen, Cora. Dazu ist viel zu viel passiert. Wie du meinst. Mach's gut. Bruno Matisiak? Ja, Corinna Franke hier. Ich müsste Sie dringend sprechen. Ich glaube, Alexander will mich nur aus Mitleid heiraten. Wie kommst du plötzlich darauf? Ist irgendetwas passiert? Nein, ich... Was ist los, Katharina? Mama... Ich fühle mich einfach so schrecklich. Katharina, hat Alexander das gesagt, dass er dich nur aus Mitleid heiratet? Nein, aber warum sollte er mich sonst heiraten? Ich bin doch gar nichts mehr wert. Das stimmt nicht, Kind. Du bist der liebenswerteste Mensch, den ich kenne.
seine Gefühle vor dem Unfall schon nicht stark genug waren, um mich zu heiraten, warum denn danach? Weil er Verantwortung für dich übernommen hat. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass er nur aus Vernunft heiratet und dich nicht liebt. Ich dachte immer, der Unfall hätte uns zusammengeschweißt. Hätte die verlorenen Gefühle wieder zurückgeholt. Was ist wirklich los, Kind? Willst du es mir nicht sagen? Ich kann am Telefon nicht darüber sprechen. Soll ich kommen? Nein, aber du kannst mir auch nicht helfen. Weißt du, manchmal da frage ich mich, warum ich eigentlich noch kämpfen soll. Das hat doch alles keinen Sinn. Was redest du denn da, mein Kind? Wir kriegen das schon wieder in Ordnung. Ich muss Schluss machen. Alexander ist gekommen. Grüß Alexander von mir. Ja, mach ich. Schöne Grüße von meiner Mutter. Danke. Hast du geduscht? Gebadet. Mitten am Nachmittag? Mir war einfach kalt. Zeig mal. Fieber hast du jedenfalls nicht. Nein. Katharina. Du hast geweint. Was ist los? Das fragst du mich? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Was meinst du? Ich weiß es. Was weißt du? Ich weiß, dass du nur aus Mitleid mit mir zusammen bist. Aber Katharina, wie kannst du sowas denken? Ich weiß es eben. Ich lasse dich nicht im Stich, wirklich. Ich weiß. Wir sind noch lange nicht am Ziel, Herr Matisiak. Wieso? Sie wollten, dass ich Frau Saalfelds Vertrauen gewinne und sie behandle. Das tue ich. Ja, aber das ist erst der Anfang. Ich will, dass Sie einen Keil zwischen die Saalfelds treiben. Je tiefer, desto besser. Oh, das ist allerdings eine ganz neue Vorgabe. Ich denke, Sie sind ein Meister der Manipulation. Also dürfte das kein Problem für Sie sein. Nein, aber es wird nicht ganz einfach. Wenn Sie allerdings mit dieser Aufgabe überfordert sind, dann... Nein, das hätte ich nicht gesagt. Frau Saalfeld frisst mir aus der Hand. Sie ist Wachs in meinen Händen. Das ist gut. Sehr gut. Warum haben Sie mir nicht von Anfang an gesagt, dass es Ihnen nicht in erster Linie um Frau Saalfeld geht? Natürlich geht es mir um Frau Saalfeld. Oder wen haben Sie behandelt? Und was ist der wahre Grund dafür, dass Frau Saalfeld ihre Krebserkrankung nicht überleben soll? Etwa, weil sie einen attraktiven Mann hat? Das geht Sie nichts an. Machen Sie einfach das, was ich Ihnen gesagt habe. Oh, das ist kein Problem. Wenn Sie mich entsprechend bezahlen. Extras haben ihren Preis, Frau Franke. Und bitte denken Sie daran, ich habe schon auf Herrn Saalfelds Geld verzichten müssen. Keine Sorge, Sie bekommen mir Geld. Aber erst mal machen Sie Ihren Job. Es tut mir leid, aber ich fürchte, ohne Energiezufuhr erlahmen meine Heilströme. Alexander wird immer in meinem Herzen sein. Egal, was kommt. Oder? Alexander? Ja und? Ist einfach passiert. Ich wusste das doch. War's wenigstens schön. Mhm. Sag mal, was bist denn du jetzt eigentlich? Bist du jetzt so seine Geliebte oder die Affäre oder
Nur weil ich jetzt nochmal mit ihm geschlafen habe, bin ich nicht seine Affäre. Ach komm schon, du willst mir das nicht erzählen, dass das nur mit diesem einen Mal bleibt. Nein. Mhm. Wir wissen beide, dass wir keine Zukunft haben. Deshalb wollen wir jetzt versuchen, so lange glücklich zu sein, wie es geht. Und du glaubst, es funktioniert, ja? Ist immer noch besser, als sich vor Sehnsucht die Augen auszuheulen, oder? Ja. Sag mal, hast du Mike wegen Alexander den Laufpass gegeben? Das mit Mike hätte nie funktioniert. Ja, das glaube ich langsam auch. Ich glaube nämlich, der hatte von Anfang an keine Chance gegen Alexander. Du, ich habe aber wirklich gedacht, dass ich mich in ihn verlieben könnte. Hat funktioniert? Nein. Und der arme Mike. Er hat sich voll Hoffnung gemacht, er ist voll enttäuscht. Ich weiß. Ich habe auch Angst, ihn zu verlieren, ehrlich. Also als Freund. Ja, das verstehe ich. Kriegt sie schon wieder ein. Soll ich noch mal hingehen zu ihm? Aber erstmal möchte ich jedes Detail hören, was da so passiert ist mit dir und Alexander. So. Und jetzt schließen Sie die Augen, Frau Saalfeld. Sie sind ganz ruhig. Atmen Sie aus und lassen Sie die Luft wieder hineinströmen. Ihr Körper wird schwer. Der Heilstrom dringt nun durch Ihre Haut in jede Zelle. Ihre Brust wird warm. Nein. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich komme einfach nicht durch. Es sind Blockaden da. Welche Blockaden? Ja, ich weiß nicht. Um Sie herum hat sich ein Feld negativer Energie aufgebaut, Frau Saalfeld. Negative Energie? Ja. Woher soll die denn kommen? Das müssen wir herausfinden. Gibt es Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung, die mit Ihrer Behandlung nicht einverstanden sind? Nein. Meine Söhne und mein Mann tragen alle Entscheidungen mit. Sind Sie sicher, dass Ihr Mann Ihre Behandlung befürwortet? Ja. Werner hat mir versprochen, mich in allem zu unterstützen. Frau Saalfeld, es fällt mir wirklich schwer, Ihnen das zu sagen, aber Ihr Mann hat mir sehr viel Geld angeboten, damit ich Ihre Behandlung abbreche und abreise. Wie bitte? Ja. Ihr Gatte war ziemlich ungehalten, weil ich dieses Angebot nicht angenommen habe. Das kann doch nicht sein. Es tut mir leid. Nein, mir tut es leid, Bruno. Ich werde das mit meinem Mann klären. Ach, Mike, gut, dass ich dich noch erwische. Ich habe eine Pause genommen. Was dagegen? Ich wollte noch mal mit dir reden. Ach ja, worüber denn? Es ist doch alles klar. Es tut mir leid, wie das mit uns gelaufen ist. Ich wollte dir nicht wehtun, wirklich. Komm, lass gut sein, Laura. Aber wir bleiben doch trotzdem Freunde, oder? Freunde? Du meinst, damit du dich wieder bei mir ausräumen kannst? Moment mal, wir können doch wohl noch normal miteinander umgehen, Mike. Wir haben uns doch immer gut verstanden. Laura, ich kann das nicht, okay? Einfach nur so den Schalter umlegen. Nein, ich habe dir sehr gerne zugehört, aber es tut weh, verdammt weh. Ich weiß, ich hätte dir nicht dauernd von Alexander erzählen müssen. Nein, ich hätte mir nichts vormachen dürfen, dass es trotzdem mit uns beiden was wird. Ich dachte, du wolltest mir helfen. Ja, das wollte ich auch, weil ich dich mag. Aber für dich bin ich nichts weiter gewesen als ein Kummerkasten. So ein Blödsinn, das stimmt nicht. Ach nein. Komm, ich habe keine Lust, jetzt zu diskutieren. Moment, halt mal, das kann's doch jetzt wohl nicht gewesen sein. Was willst du denn noch von mir? Mike, du bist mir wichtig. Ja, hallo, Katharina. Hallo, Werner. Die Autobahn war mal wieder zu. Nur gut, dass ich nicht so oft nach München muss. Ja. Ist Lotte nicht da? Ich glaube, sie ist bei Bruno Matisiak. Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Willst du auch was zu trinken? Nein, danke. Was hast du heute gemacht? Ich war spazieren. Sag mal, geht es dir nicht gut? Doch, doch.
alles bestens. Aber du hast doch was. Nein. Wo ist Alexander? Keine Ahnung, aber er macht sowieso, was er will. Habt ihr euch gestritten? Nein. Ich sollte mir nur nicht zu große Hoffnungen machen. Wen oder was meinst du? Alexander oder deine Augen? Alles ist vergänglich, Werner. Aber warum? Eine andere Frau gibt es nicht. Der Unfall hat euch wieder zusammengeführt. Tut mir leid, aber ich bin müde. Ich werde mich ein bisschen hinlegen, ja? Du hast mich die ganze Zeit nur zappeln lassen. Mike, ich hab doch selbst nicht gewusst, was ich will. Ich hab wirklich alles dafür getan, dass es dir gut geht. Und wofür? Damit ich am Ende dastehe wie ein Vollidiot. Ich hab dir nie was versprochen. Und ich war immer ehrlich zu dir. Ist schon klar, ich bin halt nur der Fitnessfuzzi und nicht der Hotelchef. Mike, darum geht's doch überhaupt nicht. Natürlich geht's darum. So ein Blödsinn. Ich habe mich doch nicht in den Hotelchef verliebt. Als ich Alexander kennengelernt habe, wusste ich überhaupt nicht, wer er ist. Weißt du was? Am besten, du gehst zurück zu deinem Alexander und lässt mich endlich in Ruhe. Mike, ich will dich nicht verlieren. Doch, du kannst mich gar nicht verlieren, weil du mich nie gehabt hast. Da bist du ja endlich. Hab schon auf dich gewartet. Sag mal, weißt du was mit Katharina und Alexander? Werner, wir müssen miteinander reden. Bist du sauer? Ja. Wie kommst du dazu, Herrn Matisia Geld anzubieten, damit er meine Behandlung abbricht? Matisia hat dir erzählt, dass ich bei ihm war. Ja. Wie kannst du mir sowas antun und mir so in den Rücken fallen? Ich dachte, du wärst an meiner Seite. Würdest meine Entscheidungen mittragen und mich in allem unterstützen. Ich bin auf deiner Seite, Charlotte. Wieso dann diese Intrige? Immer wieder versuchst du was hinter meinem Rücken. Soll ich etwa zusehen, wie dieser selbsternannte Wunderheiler an dir herumexperimentiert und dein Leben in Gefahr bringt? Herr Matisiak ist ein seriöser Alternativmediziner. Ach, Charlotte, seriös, dass ich nicht lache. Er hat schon vielen Menschen geholfen und er wird auch mir helfen. Charlotte, dieser Kerl macht kranken Menschen falsche Hoffnung, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bruno gibt mir neuen Lebensmut. Wenn ich noch eine Chance habe, den Krebs zu besiegen, dann nur mit seiner Hilfe. Charlotte, dieser Kerl ist ein Scharlatan. Aber es ist mein Leben. Und du hast kein Recht, darüber zu entscheiden. Ich will dich doch nur vor einem Fehler bewahren. Für wen hältst du dich? Für Gott? Es ist nicht wunderschön hier. Ja. Was ist los? Machst du dir Gedanken wegen dem Streit mit Mike? Ja, irgendwie schon. Ach ja, mach dir keinen Kopf. Das ist gekränkte männliche Eitelkeit. Damit kenne ich mich aus. Ja? Ich weiß nicht, ich wäre auch verletzt, wenn man mich so zurückstoßen würde. Ja, hör mal, Liebe kann man nicht erzwingen. Ja, und lernen kann man sie auch nicht. Und schon gar nicht unterdrücken. Ich hab so Angst, dass es gleich wieder aufhört. Ich muss wieder ins Büro. Nein. Doch. Sehen wir uns später bei dir? Tanja ist da. Mir fällt schon was ein. Fürstensuite? Ja, bestimmt. Was machen wir, wenn uns Alfons erwischt? Oder wenn ein Zimmermädchen unter dem Bett liegt. Ich ruf dich an. Ja? Gehst du ran? Mal sehen. Oh, bitte, bitte. Du wolltest mich sprechen?
Komm, bitte setz dich. Sag mal, hast du was Neues über Matisiak rausgefunden? Bisher nicht, aber ich bleibe dran. Charlotte hat sich völlig verrannt. Man kann nicht mal mehr mit ihr sprechen. Tja. Außerdem ist sie wütend auf mich. Dieser Matisiak hat dir natürlich brühwarm von meinem Angebot erzählt. Ach, guck mal, es läuft alles schief. Gibt es etwas Geschäftliches zu besprechen? Wieso? Ich halte es für angemessen, wenn wir uns auf das Berufliche beschränken. Ich verstehe dich nicht ganz. Werner, du hast unsere Beziehung beendet. Mein Gott, Cora, nun sei doch nicht so empfindlich. Du weißt genau, wie sehr ich dich schätze. Ach so? Das Gefühl hatte ich allerdings in letzter Zeit nicht. Anscheinend mache ich alles falsch. Wenn du erlaubst, werde ich weiter über unseren Freund Matisiak recherchieren. Du musst diesem Scharlatan das Handwerk legen. Dass so ein Kurpfuscher ungestraft todkranke Patienten behandeln darf. Dieser Betrüger gehört hinter Gitter. Ich wollte ihn ja gleich rauswerfen. Dieser Matisiak ist ein echtes Problem. Dieser Matisiak ist eine Gefahr für Charlotte. Bachblüten gegen Ungeduld. Eine gute Wahl. Ich werde jetzt daraus eine Tinktur speziell für Sie zusammenstellen. Man muss an die Ursache einer Krankheit gehen. Es macht wenig Sinn, nur die Symptome zu bekämpfen, gerade bei Krebs. Doch wenn man die Ursache gefunden hat, dann können wahre Wunder geschehen. Wunder? Daran glaube ich nicht. Mit Wunder meine ich zum Beispiel Spontanheilungen, von denen ich Ihnen ja erzählt habe. Die sind real und haben überhaupt nichts mit übersinnlichen Kräften zu tun. Das klingt schon besser. Meistens hängt die Entstehung von Krebs mit einem sogenannten Konflikterlebnisschock zusammen. Aha. Und was ist das, ein Konflikterlebnisschock? Manche Konflikte lassen sich einfach nur schwer lösen. Man fühlt sich ständig unter Druck. Kennen Sie sowas? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Beziehungsprobleme zum Beispiel können so einen Konflikterlebnisschock auslösen. Nun ja, es gab hin und wieder Auseinandersetzungen, aber das kommt in den besten Ehen vor. Gab es vielleicht auch einen Vertrauensbruch? Ja, es gab tatsächlich eine Sache, die mich sehr enttäuscht hat. Mein Mann hat... Erzählen Sie ruhig weiter. Nein, nein, es ist nicht so wichtig. Wie wichtig es ist, kann ich erst beurteilen, wenn Sie mir genaueres erzählt haben. Alexander! Sag mal, wo warst du denn so lange? Ich hatte einen Termin. Kein Mensch hat gewusst, dass du erreichen bist. Nicht mal Katharina. Alter, ich war gerade mal 2 Stunden weg. Alexander, hattest du Streit mit Katharina? Nein. Und selbst wenn, dann kläre ich das mit ihr selbst. Ich mische mich nicht ein, ich mache mir nur Sorgen. Sie war vorhin völlig deprimiert. Ganz anders als in den letzten Tagen. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Kümmere dich bitte um sie. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich versuche immer, sie aufzufangen, wenn sie wieder an allem zweifelt. Hast du ihr einen Grund gegeben, an eurer Beziehung zu zweifeln? Nein, ich wüsste nicht welchen. Gibt es eine andere Frau? Bitte? Katharina das behauptet. Nein, aber der Verdacht liegt nahe. Vater, ich mach mir nichts aus Affären. Du weißt, wie labil Katharina ist. Sie stand schon mal da oben und wollte springen. Ja, das habe ich nicht vergessen. Katharina braucht dich, Alexander. Du hast ihr gegenüber eine große Verantwortung. Bitte vergiss das nicht. Vergisst du nicht, dass ich diese Verantwortung bereits übernommen habe? Später warte nicht auf mich, Küsschen, Laura. Ja, das war ja wieder klar. Hey, Mike. Hallo? Was ist? Nichts. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Das kannst du dir doch denken. Komm mal her zu mir. Bitte, komm schon. Du hättest es mir sagen können.
Was denn? Ich hab doch gar nichts gewusst. Das glaube ich dir aber nicht. Ja, aber wenn es so ist, warum sollte ich dich denn anlügen? Schau mal, Laura war sich einfach nicht sicher, ob sie will oder nicht. Und du hast mich die ganze Zeit immer wieder ermutigt. Ja, klar. Schönen Abend. Ciao, dir auch. Ich hab halt gedacht, sie braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und warum hast du mir von dieser sturmfreien Bude erzählt, hä? Laura wollte mich doch nur abservieren. Mann, ich hatte doch keine Ahnung. Ich wollte nicht stören und darum bin ich gegangen. So. Maike, schau mich mal an. Komm schon. Ich bin's. Ihr seid meine besten Freunde. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, weil ihr gut zusammenpassen würdet. Und das alles nur wegen Alexander. Meine Güte, das... Warum kommt sie von ihm nicht los? Wo die Liebe hinfällt. Da geht das Gras ein. Ich verstehe das nicht. Na, gibt's auch nicht viel zu verstehen. Weißt du was? Ich wollte mich eh gerade umziehen. Wollen wir noch ein Stückchen laufen? Warte, die Tasche bleibt hier. Laura, ich bin's nochmal. Bist du schon da? Ja, wo bleibst du? Es tut mir leid, entschuldige. Ich kann hier nicht weg. Katharina ist noch nicht im Bett. Ich möchte noch warten, bis sie eingeschlafen ist, ja? Lass dir Zeit. Es macht mir nichts aus zu warten. Ja, bis gleich. Ich beeil mich. Alexander? Du, ich muss Schluss machen. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Mit wem hast du telefoniert? Das war nichts Wichtiges. Ist schon vorbei. Geht's dir noch nicht besser? Soll ich dir vielleicht einen Tee machen? Ach, nein, nein, danke. Wer war denn am Telefon? Ein Gast. Der ruft dich privat an um diese Zeit? Naja, es war ein wichtiger Gast und der hat ein persönliches Problem. Ach, ein persönliches Problem? Ja. Du hast doch immer gesagt, ich soll mich mehr um die persönlichen Probleme meiner Gäste kümmern. Lüg mich nicht an, Alexander. Ich halte es nicht mehr aus. Katharina, was... Lass mich, ja? Alexander? Ja, Laura, ich kann nicht kommen, es tut mir leid. Katharina geht es nicht gut. Hat sie was mitgekriegt? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat eine Depression wieder. Bist du mir böse? Ich bin dir doch nicht böse. Du, ich habe jetzt so lange auf dich gewartet. Auf einen Tag mehr oder weniger kommst du wirklich nicht an. Ja, wir sehen uns morgen, ja. Besuchst du mich im Traum? Nichts lieber als das, mein Engel. Tausend Küsse. Schlaf gut, meine Prinzessin. Es ist so gemein, dass wir Katharina hintergehen. Genau das wollte ich nie. Na, jetzt mache ich es trotzdem. Probier's doch wenigstens. Was ist denn los? Mit wem hast du telefoniert? Das habe ich dir doch gesagt. Mit einem Gast. Ich glaube dir kein Wort. Katharina, warum sollte ich dich anlügen? Komm schon, das weißt du selbst am besten. Was weiß ich? Dass du mich nicht mehr liebst. Das stimmt nicht. Die Liebenden. Es war ja klar, ist auch die Karte der Vergangenheit. Konstantin ist ja abgereist. Du, manchmal denkt man nur, dass eine Liebe zu Ende ist. Ja, aber bei mir ist das doch ganz klar. Du, alle Chancen bei Konstantin verspielt. Wieso habe ich eigentlich nicht gleich die Karten gelegt? Dann hätte ich mir diese ganze Schande ersparen können. Der Gehängte. Ach,
Das darfst du nicht so wörtlich nehmen. Mach ich ja nicht. Ach, es könnte so schön sein. Das soll eben nicht sein. Soll ich dir auch die Karten legen? Nein, brauchst du nicht. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Mhm. Bist du dir da ganz sicher, ja? Es ist halt schwierig, aber gerade hat er wieder unsere Verabredung absagen müssen, weil er von Katharina nicht weg kann. Laura, ich habe echt Angst, dass du dich dann was verrennst. Ich pass schon auf. Sei mal ehrlich. Alexander will sich doch nie von Katharina trennen. Gerade deshalb muss ich jede Minute mit ihm nutzen. Hm. Wenn es mal kein böses Erwachen gibt, du. Lass mich einfach noch ein bisschen träumen. Ich würde Sie gern was fragen, Robert. Was? Ich möchte wissen, warum Sie mich unbedingt loswerden wollten. Sie sind doch noch hier, also kann es Ihnen egal sein. Es ist mir aber nicht egal. Wir müssen ja auch weiterhin noch zusammenarbeiten. Das haben wir auch vorher schon gemacht. Also von mir aus ist die Sache gegessen. Schwamm drüber. Schwamm drüber. So leicht ist das aber nicht. Den größten Schaden bei der ganzen Aktion hatte ich. Und den größten Nutzen hätten Sie gehabt. Ach, und inwiefern? Wenn ich aufgegeben hätte, hätte der Laden Ihnen alleine gehört. Ich glaube, Sie stecken hinter der ganzen Geschichte. Passen Sie auf, was Sie sagen. Solche Unterstellungen lasse ich mir nämlich nicht bieten. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Ach, Laura, was soll denn das? Unser Job ist doch wichtiger als persönliche Animositäten. Animositäten? Sie haben diesen Laden ausgeräumt und es mir in die Schuhe geschoben, damit ich meinen Job hier verliere und meinen ganz großen Traum. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Anschuldigungen, Frau Mahler. Sie sagen ja selbst, Sie haben keine Beweise. Ich weiß nicht, wie ich weiter hier mit Ihnen arbeiten soll. Ich weiß doch ganz genau, dass Sie nur auf die nächste Gelegenheit warten, um mich rauszuwerfen. Das tue ich nicht! Laura, lassen Sie uns einen dicken Strich unter die Sache ziehen und von vorn anfangen. Einverstanden? Bingo, er war es. Aber solange ich nichts beweisen kann, werde ich mich erstmal ruhig verhalten. Jedenfalls, wenn ich im Fürstenhof bleiben will. Tut mir leid, das geht nicht so schnell.
Gut. Laura? Die ist gerade für Sie abgegeben worden. Oh, danke. Von wem ist die denn? War da eine Karte dabei? Nein, gar nichts. Der Bote hat nur gesagt, ist für Sie. Wahrscheinlich von einem unserer Lieferanten zur Eröffnung. Ja. Dass sie gar nicht für mir eine Rose schenken sollte. Die ist von Alexander. Bestimmt, weil er gestern nicht kommen konnte. Ach, schön. Kompliment. Die Saalfelds haben sich ihretwegen gestritten. Tatsächlich. Werners Zweifel an der Behandlung sind für Charlotte ein echtes Problem. Ja, da haben Sie ja, was Sie wollten. Sieht ganz so aus, als schlittern die Saalfelds in eine hübsche kleine Ehekrise. Wie haben Sie das geschafft? Der Saalfelds hat doch mit seinem Bestechungsversuch selbst die Vorlage geliefert. Das heißt, Sie haben Charlotte von dem Geldangebot Ihres Mannes erzählt? Hätte ich denn diese Chance nicht nutzen sollen? Danach war es ganz einfach, noch ein bisschen Salz auf die Wunde zu streuen. Und was haben Sie Frau Saalfeld noch erzählt? Dass ich es nicht zulassen kann, dass meine Patienten negativ beeinflusst werden. Ach, die Nummer schon wieder. Ich finde, wir können den Konflikt zwischen den Saalfelds noch ein bisschen anheizen. Wiedersehen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ich muss sofort zu Alexander. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins. Du bist die große Liebe meines Lebens. Du bist die Frau, die ich will. Ich will ihn nicht verlieren. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, Alexander will mich nur aus Mitleid heiraten. Entschuldige, ich habe noch nicht mit dir gerechnet. Ich habe mich beeilt. Du hast gesagt, es sei dringend. Es ist es auch. Gibt es was zu feiern? Allerdings. Und was? Das erfährst du schon noch. Koch, du weißt, ich mag solche Spielchen nicht. Ach, jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Also, wenn du mir nicht sagst, was los ist, gehe ich. Es ist etwas passiert. Etwas, was dich sehr freuen wird. Willst du nicht dein Glas holen? Cora, ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit. Also. Es geht um deinen speziellen Freund. Matisiak. Matisiak ist abgereist mit unbekanntem Ziel. Wie bitte? Sag das nochmal. Charlotte wird wohl in Zukunft leider auf ihren Wunderdoktor verzichten müssen. Wie hast du denn das geschafft? Ich habe ihm klargemacht, dass es besser für ihn ist, wenn er verschwindet. Mein Gott, Cora. Du bist wirklich unglaublich. Danke. Ach, Werner. Hast du es eigentlich mitgekriegt? Was denn? Dieser Matisiak ist weg. Wie bitte? Ja, er ist heute Morgen abgereist. Hat er keine Nachricht für mich hinterlassen? Nein, und er hat auch nicht gesagt, wo er zu erreichen ist. Warum ist er so plötzlich abgereist? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn jetzt ohne ihn machen? Vielleicht ist es ja gut, dass er weg ist. Was soll daran gut sein? Ich weiß, du hältst große Stücke auf diesen Mann, aber glaub mir, er ist nicht der, für den du ihn hältst. Was soll das heißen? Ich glaube, dass es diesem Herrn Doktor hauptsächlich darauf ankommt. Bruno Matisiak hat nie ein Honorar verlangt. Er hat höchstens Spenden angenommen. So, so. Du täuschst dich in Herrn Matisiak.
Werner hat ihm Geld geboten, damit er von hier verschwindet. Auch das hat er abgelehnt. Vielleicht hat es ja jetzt doch genommen. Nein, ausgeschlossen. Glaub mir, irgendwas stimmt mit dem Typ nicht. Sonst wäre er doch nicht so schnell verschwunden. Vielleicht meldet er sich ja noch bei mir. Charlotte, du kannst doch nicht dein Leben in die Hände von diesem Kurpfuscher legen. Bruno Matisiak ist meine letzte Chance. Hör mal doch zu. Hat sich dein Besuch bei mir gelohnt? Durchaus. Dann hast du also nichts bereut? Warum sollte ich es bereuen? Wenn ich mich recht erinnere, warst du es, der unsere Beziehung beendet hat. Tja, so ist das halt mit den guten Vorsätzen. Die meisten vergisst man schnell wieder. Du hast mir gefehlt. Tja, das hoffe ich doch. Dann sind wir also wieder ein Team? Das waren wir die ganze Zeit. Du weißt genau, was ich meine. Puh, versprich dir nicht zu viel. Es war schön. Ich kann dir aber nicht garantieren, dass es nochmal vorkommt. Das werden wir ja sehen. Es ist zu viel passiert, Cora. Du bist schuld an Katharinas Unfall. Charlotte ist todkrank. Aber durch mich wird Charlotte vielleicht wieder gesund. Ich bin aber nicht hier, weil ich dir dankbar bin. Sondern? Weil ich mich einfach mal fallen lassen musste. Gern geschehen. Hat dieser Herr Doktor eigentlich auch ein Geld von dir verlangt für die Behandlung? Nein. Nur eine freiwillige Spende und die hat er auch bekommen. Und wie viel hast du ihm gezahlt, dem Kurpfuscher? Also, das ist kein Kurpfuscher. Der hat mir geholfen. Ja, ist ja recht. Ich wollte ja nur wissen, was so eine Behandlung kostet. Also, das lass nur mal meine Sorge sein. 50 Euro hat er da bestimmt abgeknöpft. Und wenn schon. Wie kannst du diesem Scharlatan so viel Geld in den Rachen werfen? Was ich mit meinem eigenen Geld mache, ist ja wohl meine Sache. Ja, du hast ja recht. Alfons, Gesundheit ist doch nur wirklich das Allerwichtigste. Ja, gut, dass das du sagst. Ich finde es nämlich nach wie vor gefährlich, dass er auch die Frau Saalfeld behandelt. Na, ich hatte den Eindruck, dass der Matisiak der Frau Saalfeld auch geholfen hat. Hildegard. Charlotte hat keine Rückenschmerzen, sondern Krebs. Ja, das weiß ich ja auch. Aber diese Selbstheilungskräfte, die braucht man bei jeder Krankheit. Bei Krebs in diesem Stadium hilft nur eins, und das ist eine Chemo. Und die will sie auf keinen Fall machen. Ja, vielleicht entschließt sie sich ja jetzt, dass sie sie doch macht, wo der Matisiak nicht mehr da ist. Ich habe schon versucht, mit ihr zu reden, aber das ist zwecklos. Sag mal, Alfons, sollen wir heute Abend nicht in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden? Das hilft doch immer. Ja, wenn's hilft. Ja. Hallo, Charlotte. Na, wie geht es dir? Stell dir vor, Bruno ist verschwunden. Er hat nicht mal eine Telefonnummer hinterlassen. Ich weiß. Werner wollte ihn mit Geld bestechen. Es ist ja kein Wunder, dass er abgereist ist. Das ist nicht der Grund, Charlotte. Woher weißt du das? Ich habe Herrn Matisiak zufällig vor seiner Abreise getroffen und mit ihm gesprochen. Du hast mit ihm gesprochen? Ja. Er hat mir erzählt, dass er schweren Herzens deine Behandlung abbrechen muss. Aber warum denn? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann. Bitte, Cora, es ist wirklich wichtig für mich. Also gut. Ich weiß ja selbst nicht, ob ich ihm glauben kann. Du kennst ja meine Skepsis. Matisiak hat mir erklärt, dass du dich ihm nicht öffnest.
Die Heilströme können deine Krebszellen nicht erreichen. Ja, wenn er mir mehr Zeit gelassen hätte. Das Hauptproblem ist, dass du von negativer Energie umgeben bist. Es scheint Menschen in deiner Umgebung zu geben, die daran zweifeln. Das gefährdet laut Matisiak den Behandlungserfolg. Aber ich kann doch nichts dafür, dass Werner die Therapie ablehnt. Ich weiß, dass Bruno mir helfen kann. Was soll ich denn jetzt machen? Also, wenn du nicht meine Freundin wärst, ich würde diesem Matisiak keine Tränen hinterherweinen. Aber wenn du möchtest, kann ich rausbekommen, wo er ist. Das würdest du wirklich für mich tun? Obwohl du so kritisch ihm gegenüberstehst? Ich kann dich doch nicht im Stich lassen. Danke, Cora. Du musst mir aber bitte versprechen, dass du Werner nichts davon erzählst, dass ich dir helfe. Du weißt, unsere Situation ist momentan etwas angespannt. Werner erfährt bestimmt nichts. Gut. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach deinem Wunderdoktor. Danke, Cora. Das vergesse ich dir nie. Geht's dir ein bisschen besser? Ja. Danke, dass du dich gestern so lieb um mich gekümmert hast. Ach. Ich habe so viel dummes Zeug geredet. Ich denke, das waren nur Depressionen. Sie waren plötzlich wieder da. Gab's da irgendeinen besonderen Grund? Nein. Also, Depressionen kommen und gehen. Das ist ja das Schlimme. Es war kein Vorwurf, Katharina. Egal, wie es dir geht. Ich bin für dich da. Alexander? Ja? Ich muss dir was Wichtiges sagen. Ja? Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Ja, ich weiß. Ich weiß, komm her. Ich wünschte, ich könnte dich sehen. Ich meine, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Dann wollen wir mal hoffen, dass sich die Frau Saalfeld bald entscheidet. Weil viel Zeit hat sie immer. Ihre Chancen schwinden von Tag zu Tag. Wir werden die Gute also noch eine Weile zappeln lassen. Bis sie Wachs in ihren Händen wird. Sie sind wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ja klar, 7 Uhr. Verdammt. Hoffentlich ist Katharina noch nicht wach. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Was ist das denn mit dir hier? Weißt du, was ich glaube? Das ist genau die Ware, die in der Nacht vor der Eröffnung geklaut wurde.